My friend Toby. So, hallo, hallo zusammen und sorry, dass ich euch habe gerade ein bisschen warten lassen am Anfang des Streams. Hat alles ein bisschen länger gedauert als geplant hier. Aber jetzt bin ich auch startklar, sodass wir heute unsere letzte Etappe auf unserer Afrika-Tour, zumindest ich sag mal die letzte reguläre Etappe, fliegen können. Nämlich nach Kapstadt, von Windhoek nach Kapstadt. Von Namibia nach Südafrika. Das ist der Plan heute in unserer British Aerospace 146. Das Ganze live auf Wetsim. Aber wie ihr das kennt von Wetsim in Afrika, ist nicht besonders viel ATC online. Ich sage nicht besonders viel, denn mindestens mein letzter Stand war, wir gucken auch mal eben kurz nach, dass tatsächlich in... Vorführeffekt. Ich wollte gerade sagen, in Kapstadt ist der Turm online. Nein, er ist schon wieder offline gegangen. Gut, deswegen ist hier nämlich auch eine Departure und ein paar Arrivals. Gut. In Kapstadt war bis vor kurzem der Turm online. Hier sind ein ganzen Haufen Leute unterwegs nach Durban, Kinshasa. Okay. Naja. Uns soll es egal sein. Wir sind trotzdem live auf Wetsim. Ich werde gleich die Say Intentions AI hier noch anschmeißen. Da steht hier aber eine große rote Nachricht. IFR Arrival Code is receiving a total rewrite. Please bear with us for a few days. It's a total mess right now. Gut, das ist keine Neuigkeit. Das war bisher noch nie so richtig gut, die Arrivals. Ich werde es trotzdem mal anschmeißen, gucken, was er draus macht. Und ansonsten an dieser Stelle schon mal hallo, hallo an alle, die heute Abend noch auf Twitch mit dabei sind bei unserem Flug. Es ist eine ziemliche Strecke. Es sind 800 Meilen knapp. Also gute zweieinhalb Stunden werden wir auf jeden Fall unterwegs sein. ja, aber damit dann das Ziel erreicht. Wetter ist auf real gestellt. Wir haben eine sternklare Nacht gerade, aber es wird hell. Ich habe nämlich mal einfach die Uhrzeit so eingestellt, dass wir jetzt im Dunkeln starten und sobald wir in der Luft sind, hoffentlich dann einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben werden, während wir uns hier Richtung Süden bewegen. Die Route. Wir fliegen mal wieder Non-ANEF von VOA zu VOA. Ihr kennt das Spielchen. Und wir sind hier in Eros Windhoek, dem alten Flughafen von Windhoek. Und nach dem Start geht es für uns einmal direkt nach Osten zum Windhoek VOA, des großen internationalen Flughafens, des neuen Flughafens, 23 Meilen von der Stadt entfernt. Und von diesem VOA aus nehmen wir dann Kurs Richtung 184, 246 Meilen. Könnte knapp werden, so 120, 130 Meilen haben die VOAs an Reichweite. Mal gucken, ob wir durchgehenden Empfang haben. Nach Keetmanshoop. Das ist, glaube ich, noch... Hier ist irgendwo die Grenze. Das ist immer noch Namibia, glaube ich. Oder? Moment. Ist das noch Namibia? Nee. Die Landesgrenze ist mir hier nicht ganz klar. Namibia, Südafrika. Okay, ist eine gerade Linie bis da unten. Gut, dann ist das noch Namibia. Dann geht es hier rüber nach Alexander Bay. Das ist dann aber Südafrika. Das heißt, hier überfliegen wir die Grenze. 148 Meilen. Das sollte gehen von VOA zu VOA. Und dann von Alexander Bay aus einmal die Küste runter Südafrikas, immer Richtung Süden, bis hier nach Lange Bahnweg, das VOA. Das nutzen wir dann für unser Arrival hier in Kapstadt. Und zwar fliegen wir Aspik One Bravo Arrival, habe ich mir hier aufgeschrieben, Aspik One Bravo. Das heißt, Aspik ist ein Non-ANEF-Star, das heißt, wir orientieren uns hier an dem Kapstadt-VOA, 115,7. 25 Meilen davon entfernt ist der Wegpunkt Aspik auf einem, ja, was ist das für ein Radial? 275 Grad Radial. Und dann fliegen wir hier, bis wir noch 8 Meilen davon entfernt sind, machen dann Turn 90 Grad nach links, Turn 180 Grad nach rechts
aufs Kapstadt ILS. Da werden wir dann heute hier landen. Das ILS ist, so wie ich das gesehen habe, nichts Besonderes. Und dann kommen wir hier in Kapstadt auf der Piste 1.9 an. Die ist über 3000 Meter lang, also sollte eine entspannte Landung werden. Und dann rollen wir hier einmal zum Apron. Ich habe mir keine Szenerie runtergeladen für Kapstadt, denn angeblich im Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition, Premium Edition, eine der höherwertigen, ist der Flughafen schon mit bei. Sollte ich theoretisch also schon haben. Wir lassen uns überraschen. Interessant fand ich, ich hatte erst überlegt, das in zwei Etappen zu fliegen, habe dann aber gesehen, hier zwischen ist halt wirklich nicht viel, wo man zwischenlanden kann. Und irgendwo war das hier, ich finde es jetzt gerade nicht wieder, wir können es aber nachher nochmal gucken. Leinsee, hier sind auf jeden Fall viele deutsche Namen auf jeden Fall auch gewesen, tatsächlich. Irgendwo war hier Lützerich oder sowas, da dachte ich auch, so ist interessant. Lüderitz, da dachte ich so, das könnte auch in, weiß ich nicht, in Brandenburg liegen. Lüderitz in Brandenburg, schön an der Dahme gelegen. Nee, ist hier in Namibia. Gut, so viel also dazu. So, heute später Abendflug. Ja, richtig, David. Und hallo erstmal an alle, die auf Twitch mit dabei sind. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt. Ich bin schon ein bisschen müde. ihr seid gewarnt. Genau, wird ein später Abendflug. Es ist gerade 23.30 Uhr deutscher Zeit. Wird also relativ spät heute. Und ich muss einmal kurz, bevor wir loslegen, in die Steuerung. Wir haben nämlich ein 4-Engine. So. Ab ins Cockpit. Eine kleine Herausforderung haben wir hier noch. Ich weiß nämlich mal wieder nicht, wo die Lichtschalter in dem Ding sind. Und ich weiß auch nicht, was das ist. Egal, ich wollte eigentlich das Yoke ausblenden. Ich bin gerade nicht sicher, ob das überhaupt geht. Oder ob ich das jemals gemacht habe. Ich lasse es einfach da. Gut. Wir holen uns unseren Flugplan von Simbrief als erstes. Einmal importieren. Checkliste haben wir zur Hand. Dann geht das los hier. Batterien. Das ist ein bisschen dunkel, ne? Batterien. 1, 2. Da war schon mein Lichtschalter. Knöpfen. Ah, das sieht auch gut aus. So, einmal hier nach oben. No smoking. Cabin emergency armed. Nav lights an. Dann hier unten emergency armed. Master switches all on. Checke die Check. Das können wir auch schon mal alles anschalten. So, APU Generator ist hier unten irgendwo. Da ist er. Ellie können wir auch schon mal an und einmal die APUs starten. Left Inner Fuel Pump brauchen wir dafür aber noch. Moin Dave, ja, heute ein Flug zu später Stunde. Ich dachte, warum nicht? Mal ganz entspannt, ist doch auch schön. Lichtschalter. Wir suchen mal, während wir auf die APU warten, weiter nach Lichtschalter. Gucken, wo sie sich verstecken. Ich glaube, ich muss gleich das Handbuch rausholen. Ah, hier unten haben wir welche. Ne, das hilft mir nicht. Das auch nicht.
Das ist das Panel Flood. Panel Instrument sieht gut aus. Bisschen Floody können wir auch anmachen. Das ist das. Das ist das. Hier unten. Haben wir auch gefunden. Wunderbar. Ich glaube, damit sind wir doch schon ganz gut aufgestellt. So, APU läuft die X an. APU R an. Fans hier oben an. Ice Detect on. Engine Anti-Ice all on. Ja, Dämpfer haben wir schon. Türen können geöffnet werden. Die Treppen wären noch gut. Ah, Licht in der Kabine haben wir auch. Hervorragend. Dann Passagiere haben wir heute an Bord. Stimmt das mit 106? 112. Machen wir 5 Minuten Boarding. Guti. Dann, während wir darauf warten, dass es weitergeht. Center Trunk Transfer Auto. Checkt. Ist Kapstadt der letzte Stopp der Tour oder geht's dann weiter? Also es wird erstmal der letzte Stopp der Tour sein. Bin ich runtergefallen. Es wird erstmal der letzte Stopp der Tour für mich sein. Wir haben uns ja jetzt hier zur Westküste runtergearbeitet. Ich plane, einen Event-Tag zu machen, wo ich die ganze Strecke von Kapstadt nach Berlin zurückfliege. Ich bin noch unentschieden. Ich habe entweder die Variante im Airbus A330 oder so. 16 Stunden, nee, nicht ganz lang, 12 Stunden, 13 Stunden nonstop zu fliegen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, ich habe es mal ausgerechnet, spaßhalber, mit der British Aerospace hier, würde ich 3 Zwischenlandungen brauchen. Also 4 Etappen, meine ich. Dann so an der afrikanischen Ostküste entlang. Ich glaube, vielleicht sind es auch 5 Etappen. Ich glaube, 4 oder 5 Etappen an der Ostküste entlang würde mich dann etwa 16 Stunden dauern. Ich bin auch sehr unentschieden, was von beiden ich mache. Aber ja, der A330 hätte auch was, aber so wäre es halt nochmal irgendwie spannender, wenn man alle 3 Stunden oder so landen müsste. Ich bin noch unentschieden. Ich überlege es mir noch. Ansonsten wirst du bei der ILA anzutreffen sein. Ja, ich werde auf der ILA sein. Aber wann und wo und wie, lasst euch überraschen. So, Pressurization ist das nächste auf meiner Liste. Komisch, dass das Ding auch nicht beleuchtet ist. 30.000 Fuß. Ah, gut, höher geht nicht. Comnav DMI. Einmal on. So. Nav Nummer 1 ist Windhoek, würde ich sagen. 114,5. Und das wollen wir verlassen auf einem Kurs von 184 Grad. 184 Grad. Jack. Komm. Da rufen wir gleich auch mal rein. Auf
Wetzim ist keiner für mich da. Dann darf Say Intentions herhalten. Und zwar... Ground ist wahrscheinlich das Richtige. 121,7. Eine extra Clearance-Sequenz gibt es hier nicht. Achso, Aethys brauchen wir dann noch, ne? 126,4. Damit wir hier auch unsere Clearance richtig anfragen können. Y sky conditions dot temperature 11. Dew point 4. QNH 1022. Arriving and departing runways 19er. 27. Instrument approaches are in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact. You have information, Romeo. Eros Airport, information, Romeo. 2000 Zulu. Wind calm. Visibility. Sky conditions. Temperature 11. Dew point 4. QNH 1022. Arriving and departing runways 19er, 27. Instrument approaches are in use. Advise on course heading. Eros Ground, hello Simba 13 with you. Information Romeo, request clearance IFR to Cape Town. Und keine Angst, Janet ist heute auch wieder mit an Bord. Die mache ich halt an, sobald wir sicher in der Luft sind. Was stimmt hier noch nicht? Warum? Gibt's hier keine Antwort? Eros Ground, hello, Simba 13. Oh, weiß nicht, Say Intentions will heute anscheinend nicht. Du gehst nicht zufällig am Sonntag dahin. Ich muss ja wissen, ob ich nach einem Hühnchen Ausschau halten muss. Nee, Samstag bin ich wahrscheinlich da. Sonntag geht's dann wieder zurück nach Hause. Weiß nicht, was hier... Haben wir die falsche Frequenz oder so? Das passt. Haben wir hier eine... Lautstärke, irgendein Problem? Moment. Da war der Klickspot, den ich jetzt gerade gesucht habe. Nö, sieht doch auch gut aus. Ich bin gerade unsicher. Ich probiere mal 118.7. Vielleicht haben wir da irgendwie mehr Erfolg. Simba 13, hello, Radio Check. Simba 13, Eros Tower, you're coming in loud and clear. Eros Tower, hello, Simba 13, information Romeo, request clearance IFR to Cape Town.
Warten. Simba 1-3, information Romeo is correct. Cleared to Cape Town after departure. Fly radar vectors to WHV, then as filed. Departure runway 01, initial climb to 9,000. Departure on 120.5, squawk 4572. Cleared to Cape Town after departure, fly radar vectors to Whiskey Hotel Victor, then as filed, departure runway 01, initial climb 9000 feet, departure on 120.5, squawk 4572, Simba 1-3. Okay, Radar Vectors, mal gucken, ob das klappt. Nach Windhoek, Whiskey Hotel Victor. Departure Runway 01 ist, glaube ich, auch das, womit ich geplant habe. So, Initial Climb 9000, Departure 1205. Das können wir auch schon mal vorbereiten, spaßhalber. Squawk 4572. 4, 5, 7, 2. Check. Oder? Check. Doch, sieht gut aus. 4, 5, 7, 2. Gut. Cabin is secured. Habe ich gehört? Ja. Alles klar. Dann gehen wir mal unsere Checkliste weiter. TWS Power Test. Set for Takeoff. Speedbugs. Wir starten mit Flaps. Bin mir ein bisschen unsicher bei der Pistenlänge. Wir haben, sie ist nicht mega lang, aber sollte eigentlich reichen mit Flaps 18. Wir nehmen Flaps 24, um auf Nummer sicher zu gehen. EWS kann wieder aus. Flight Director an. Wir fliegen also nach dem Start erstmal Runway Heading. Runway Heading hier 01 ist Kurs 003. Nehmen das hier mal so als kleine Krücke, um leichter den Kurs einstellen zu können, einigermaßen präzise. 003. Passt. Initial Altitude haben wir gesetzt. Arm nicht vergessen, ganz wichtig. Q&H haben wir, dann sind wir bereit für Engine Start. Doors sind schon closed, fasten Seatbelt Sign. Moment, ich finde es an. Fuel Pumps an. Beacon an. Simba 1-3, Request Startup. Startup approved, Simba 1-3. Schön. Simba 1-3 negative, that was a readback. What are your intentions? Simba 1-3, my intention is to start up. Ja, danke, soweit waren wir schon mal. Gut. APU, Air und Packs off. Starter Master on. Und dann starten wir die Engines. Wir starten mit Engine Nummer 4. Da
starten wir mit Engine Nummer 4. Mit Engine Nummer 1 haben wir immer angefangen. Treibstoff. Oh, die Chocks hätten die Kollegen vielleicht mal wegnehmen sollen. Engine Nummer 2. Während wir auf die Engines warten, können wir schon mal die Engine Hydraulics anschalten und die Generators. Hydraulic Pump. Engine Nummer 3. Ich frage mich halt, warum hier oben hier die Sachen nicht beleuchtet sind. Da sind so ein paar dazwischen, die sind... Ob sie einfach tatsächlich keine Lampe drin haben oder ob ich nur den Regler noch nicht gefunden habe dafür. Aha. Nur den Regler nicht gefunden. Wunderbar. Und letzte Engine. So, Flight Director ist on, Flight Director on. So, dann nächste danach ist dann PEX und APU Air, die wir anschalten, weil auch das vierte Triebwerk läuft. Das TWS können wir schon wieder anschalten und auf Takeoff stellen. Dann haben wir hier oben noch ein paar Heaters, die wir anschalten können. Ich sehe gerade, wo da die Schalter waren. Ja. Check, check, check. Engines sehen gut aus. Starter Master off. Off. X an, APU Air on. Und AC Pump und PTU on. On, on. Warnings scharf schalten. Engine Generators haben wir an. Warnings scharf geschalten. Haben wir eine Warning? Ice Protection ist... Ich hoffe, das heißt, dass es an ist. Ich check das gleich mal. Ice Detect ist on. Hier ist das Engine Anti-Ice noch an. Brauchen wir das noch? Ich glaube nicht. An irgendeiner Stelle wird das, glaube ich, ausgeschaltet. Ich habe es nochmal wieder vergessen.
Engine NTI ist off. Ja, passt. Gut. Dankeschön. Dann nehme ich hier schon mal gerne den Heading Bug dazu. Und dann sind wir ready to taxi, würde ich sagen. Exity hat was am Arsch gegeben. Dankeschön. Simba 1-3, ready to taxi. Simba 1-3, taxi to runway 01 via Alpha. Runway 01 via Alpha, Simba 1-3. Via Alpha. Ja, oh, das ist korrekt. Na denn, Bremse los. Taxi Lights. Oh je, ah, jetzt, okay. Na? Doch, läuft, gut. Hatte kurz Angst, dass der Simulator steht. So, während wir da hinrollen, können wir schon mal die Flaps einstellen. 25, 24. Genau. Und das Trimrad mal bitte stehen bleiben. Gut, Dankeschön. Das muss ich hier gleich nochmal setzen. Trimmung ist gesetzt. Dann brauchen wir gleich nur noch einmal die Taxi-Lights, ach, die Landing-Lights und Strobes setzen. Und mir ist das hier ein bisschen hell tatsächlich. Das ist okay, aber das hier ist... Ja, ich glaube, so ist besser. Und dann die Helligkeit vielleicht noch ein bisschen runterregeln. So ist es gut. Hier oben ist es auch noch sehr hell. Nee, das ist das Falsche. Habe ich das Gefühl, hier ist noch eine Funzel zu viel an, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Die Kabinentür könnten wir vielleicht mal zumachen. Machen wir die irgendwie zu? Aha. Dankeschön. Viel angenehmer im Cockpit hier. Und jetzt könnte ich tatsächlich ein bisschen mehr Licht gebrauchen. Ach, wird schon. Es wird ja eh heller. Ich kann alles sehen und passt schon. Man schaltet generell eigentlich Engine Anti-Ice aus. Man macht es nur an, wenn es wirklich Ice Detected ist oder so aussieht, dass sie es vereisen. Also wenn du durch eine Wolke fließt. Wenn du es immer anlassen würdest, kostet das mehr Sprit. Ist richtig. Tatsächlich ist aber in der Checkliste der Aerospace 146, dass man das Engine Anti-Ice quasi zum Start-up anmacht und dann erst, wenn man es nicht braucht und die Triebwerke laufen, ausschaltet. Leute. Zumindest meine Checkliste sagt das so. Vorhin am BER vorbeigefahren. Warte mal kurz, muss ich hier den Haltepunkt für mich? Oh, könnte sein, ne? Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Und doch, da sieht aus, als wäre da noch einer.
wurde am BER vorbeigefahren und es ist vor uns eine schöne A320 im Short Fine vorbeigedüst. Leider hatte ich nicht die Chance gehabt, ein Foto zu machen. Wir sind auch verdammt hoch, sehe ich gerade. 5600 Fuß. Ja, das wird schon beim Start. Ich bin optimistisch. So, ansonsten Flight Instruments und Engine Instruments sehen alle gut aus. Simba 1-3, ready for departure. Simba 1-3, wind 300 at 8, runway 01, cleared for takeoff. Fly runway heading. 01 cleared for takeoff, fly runway heading, Simba 1-3. Cabin is secure. Dankeschön. Das geht hier übrigens automatisch mit der Tür, das ist ganz witzig. Landing Lights. So, wir nehmen den Schwung direkt mit. TMS sets takeoff. Checked. Power set, flex achieved. Checked. Speed alive, both sides. Ah, ich wollte noch das Tablet wegmachen, aber gut. Lebe ich damit. 80 knots, cross checked. Checked, checked. Oh, langsam wird's knapp. V1. Rotate. Uiuiuiui. Gear up. So, wir müssen jetzt ganz sachte an Höhe gewinnen und gleich ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Ich glaube, jetzt können wir eine Stufe schon mal reinnehmen. Dankeschön. Das Tablet hat tatsächlich ein bisschen geblendet. Freuen sich hier die Anwohner. Simba 1-3, Contact Departure. Contact Departure, Simba 1-3. Windhoek Departure, hello, Simba 1-3, Altitude 7000. Simba 1-3, Windhoek Approach, turn left heading 355, vectors 22. The FTR. Simba 1-3, Windhoek Approach, climb and maintain flight level 150. Climb and maintain flight level 150, Simba 1-3. Und das Left Heading habe ich auch noch mitbekommen. Was war das? Left Heading 355. Laps up. Achso, 355, da bin ich gar nicht so weit weg gewesen, sehe ich gerade.
Moment, ich muss mal hier gerade mein Workload ein bisschen verringern. So, 150. Was sagt denn mein Speed? Speed sagt, ich bin zu langsam. Wir gehen mal hier auf 250 Knoten. Hoppala. Ja, gut, das haben wir. Dann schalten wir doch mal den Autopiloten. Mist. Kann ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wo der Autopilotschalter ist im Dunkeln. Autopilot. Wir sind viel zu schnell. Egal. Erstmal Indicated Airspeed bitte. Und Heading bitte. Tempo 13, climb and maintain. Flight level 170, please. Climb and maintain. Flight level 170, Simba 13. Gut. Dann Schub auf Maximum Continuous. Simba 13, Roger, maintain flight level 170. Dann stellen wir um auf Vertical Speed, drücken den Sync-Knopf, nehmen den Vertical Speed hoch. Dann sollte die Geschwindigkeit gleich weniger werden. Wir können die Landing Lights ausschalten. So, und da der mir hier keine vernünftigen Vektoren geben kann, drehen wir jetzt einfach mal selbstständig zum Windhoek VOA. Was so in südöstlicher Richtung von aus fliegen müsste. Climb, please. Ja, ich arbeite dran. Ach so, nee, der hat please gesagt, ja. Genau. Level 170, please. Das ist halt ein sehr freundlicher Lotse. Oh, gleich haben wir den passenden Speed auch. QNH ist auf jeden Fall Standard. 2-Niner. Meiner 2, Speed passt. 13, climb and maintain flight level 210. Climb and maintain flight level 210, Simba 13. So sieht das doch alles ganz gut aus. Wir fliegen jetzt auch wieder in Richtung VOA, so wie es sein sollte. Da hinten sind wir gestartet. Und irgendwo vor uns, da hinten müsste der internationale Flughafen liegen und das VOA, wo wir gerade hinsteuern. Hier noch einen guten Flug, ciao. Ja, danke fürs Vorbeischauen. Ciao, ciao. Wirst du auf der ILA streamen? Nein, glaube ich nicht. Mich stört gerade, dass ich gar keinen Empfang beim VOA habe. Warum nicht?
Habe ich die falsche Frequenz? 114,5. Aha. Also, das DMI hat mir gefehlt. Jetzt passt's aber. Sima 13, climb and maintain flight level 240. Climb and maintain flight level 240, Simba 13. So, lass ich mal kurz meine Checkliste hier abarbeiten, während wir uns hier aufs VOR zu bewegen. Flaps sind ab, Gear ist ab, Speed ist gesetzt, TMS ist auf MCT, check, check. Engine Air, viermal an. Na, das war das NT1, das probieren wir nochmal. Engine Air, viermal an. Checked. APU Air off. Checkt. Ein bisschen hier aufs VOA nebenbei achten, dass wir da nicht vorbeischießen. AC Pump PTU off. 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 APU off. Off. So, Lights sind off. Passenger Signs stellen wir ein, sobald wir. Eine Warnung, dass die APU jetzt off ist, aber das passt. Sobald ich hier die Kurve geflogen habe, können wir auch die Anschnallzeichen abstellen. Ja, Kurve jetzt, würde ich sagen. Ja, ich würde schon sagen, haben wir auf jeden Fall schon überschossen. Simba 13, climb and maintain flight level 260. Climb and maintain flight level 260, Simba 13. Warum auch immer. Jetzt müssten wir hier gleich unser VOA-Kurs vernünftig abfangen. Das nächste VOA, wo wir hinsteuern, Kilo Tango Victor, 112,9 die Frequenz. Kann man schon mal einstellen. Da kommt der NAV-Kurs angewandert. Wir schalten mal um auf den Localizer. Ja, aufs VOA. Ich localize. Und der Kurs wird dann weiter sein. 184 Grad. Und für den Fall der Fälle unser Heading auch schon mal in die richtige Richtung. Da kommt die Kurve. Ein bisschen spät gefühlt. Der Flieger weiß, was er tut, hoffentlich. Aus, als hätten wir ordentlich Seitenwind.
Guti. Dann können wir die Anschneidzeichen auch abstellen. Cruise released. Und dann können wir hier unseren Tourguide mal anschalten. Mal horchen, ob Janet uns was Schönes zu erzählen hat. Ist hiermit scharf geschaltet. If you look out to your 12 o'clock position, about 15 kilometers ahead, you'll see Farm Volmode. Now, farms are fascinating places, aren't they? They were invented by ancient humans who got tired of wandering around looking for food and decided to grow it themselves. This particular farm was established in the early 20th century by settlers who probably had a lot of free time and a penchant for hard work. It's known for its picturesque landscapes and a variety of crops that even a rabbit would find delightful. Interestingly, my friend Toby once visited Farm Volmode and got into a bit of a pickle. He tried to milk a cow, but ended up milking a bull instead. Let's just say the bull wasn't too pleased, and Toby had to run faster than he'd ever run before. Quite the adventure, really. Ja, super Geschichte. Und schöne Grüße an Exity, direkt in Bett ist approved. Kannst du mal wetten machen, ob es eine weiche oder harte Landung wird? Ich weiß, wir hatten das Thema schon mal. Ich hatte vergessen, wie es geht. Irgendjemand hat mir auch was dazu gesagt. Es tut mir leid. Ich hab's verdrängt. Aber ich kann ja gleich mal... Ich habe ja gleich ein bisschen Zeit. Kannst ja mal googeln. Mein Highlight jetzt schon der A380. Auf jeden Fall, ich war... Wie gesagt, vor 2 Jahren auf der ILA, da hatte ich auch schon die Gelegenheit, im Emirates A380 spazieren zu gehen. Und ist ein schöner Flieger. Macht schon was her von der Größe. Und so langsam müsste auch irgendwo die Sonne aufgehen. Warte, wir fliegen nach Süden, die Sonne geht im Osten auf. Ja. Mal gucken, ich hoffe, wir kommen im Hellen an in Kapstadt. So, Sane Intention sagt, ich müsste auf 118,7 sein mit der Frequenz. Windhoek Radar Simba 13, Radio Check. Okay, ne, funktioniert noch. Wenn du schon da warst, im A380, konnte man da auch ins Cockpit, ist mein erstes Mal, Ila. Nee, konnte man nicht. Man hatte halt so eine Tour, dass man hinten eingestiegen ist, durch die Economy sich nach vorne gearbeitet hat, bis zur Economy Plus und Premium Economy, und dann konnte man eine Etage höher zur Premium Plus Plus Economy, Business Light, Business Premium, erste Klasse Premium, erste Klasse Super Deluxe Ultra. so dass man irgendwie alle möglichen Varianten einmal gesehen hat. Das war ganz cool zu sehen. Cockpit war aber nicht da, aber ein paar hübsche Stewardessen waren da. Muss man also immer abwägen, was einem wichtiger ist. Ansonsten, für mich persönlich muss ich sagen, die ILA, ich habe eine ziemlich lange Pause gemacht. Ich war Anfang der 2000er Jahre auf der ILA. Ich weiß nicht, 2004, 2005, irgendwie sowas. Und da kann ich mich gut erinnern, da war halt wirklich von morgens bis abends rund um die Uhr Flieger in der Luft. Also von Transalts über Eurofighter, damals noch die MiG, MiG 31 oder sowas in der Luft, F-16 habe ich gesehen,
Dann war die Bundeswehr mit irgendwelchen Helikoptern da, Ultraleichtformationsflüge, Zweiter Weltkrieg, Spitfire, Messerschmitt 109. Ich habe auch einmal die Me-262 gesehen auf der ILA. Das waren halt, da ging es richtig ab. Da war den ganzen Tag richtig, richtig Action in der Luft. Und am Boden halt auch jede Menge Fliegerausstellungsgelände. Fast überall konnte man ins Cockpit und mal anfassen und so. Das war richtig, richtig cool. Und jetzt war ich halt vor 2 Jahren das erste Mal wieder. Da muss ich sagen, das hat extrem abgenommen. Ne? Das ist so, da gibt es jetzt irgendwie alle 2 Stunden mal einen Flieger in der Luft gefühlt. So, ich glaube, der Eurofighter tritt auch nur genau einmal am Tag auf. Und also es ist halt alles, Sicherheitsbestimmungen sind halt viel strenger geworden. Man darf bei weitem nicht mehr so viel angucken und anfassen wie vorher. Ich würde übrigens gerne weitersteigen. Simba 1-3, Request Flight Level 300. Simba 1-3, climb and maintain flight level 300. Climb and maintain flight level 300, Simba 1-3. Das eine war halt so, die Sicherheitsvorkehrungen sind halt viel strenger geworden und vor allem die Anwohner haben sich ja tierisch beschwert bei der ILA. So ein Wochenende lang Fluglärm nicht auszuhalten, gerade die ganzen Kampfjets, wenn die da Krach machen, unerträglich. Und dann die ILA wurde ja mal irgendwann verlegt, meine ich, außerhalb vom BER. Das war dann aber nicht so erfolgreich und jetzt ist sie zurück, aber eben mit starken Lärmschutzbestimmungen, dass die armen Anwohner halt nicht den ganzen Tag über das ganze Wochenende den Krach ertragen müssen, sondern dann nur noch irgendwie mal für 10 Minuten am Samstag und 10 Minuten am Sonntag. So, wir sind mitten über dem Nix, so wie es aussieht. So richtig viel zu erkennen ist noch nicht, aber wie gesagt, so langsam geht die Sonne auf. Ja, Dave, ich fürchte, um mal in ein A380-Cockpit zu kommen, musst du noch so 20 Jahre warten, bis die ersten A380 in den Museen auftauchen. So in Speyer oder so vielleicht. Und dann ist es wahrscheinlich nicht so mega spannend, weil, ich sag mal so, wenn ich so eine British Aerospace hier im Museum sehe und ins Cockpit gucke, dann hat man noch wenigstens die ganzen Anzeigen und kann sich darunter was vorstellen, was der Pilot gesehen hat. Wenn du so eine A380 im Museum siehst du halt irgendwie 3 große schwarze Displays. Boah. Das sieht dann nicht so spannend aus, ne? So, ich wollte jetzt noch mal gucken wegen den Wetten. Right now, if you look out to your left, you'll see the Namib Desert. It's one of the oldest deserts in the world, having been around for about 55 million years. That's older than most of the rocks in your garden, unless you live in a very old garden. The desert is famous for its towering sand dunes, some of which are over 300 meters high. These dunes are so high that even your flying skills couldn't crash into them, which is saying something. The Namib Desert is also home to the Welwitschia plant,
which looks like a pile of rubbish, but is actually a living fossil. It can live for over 1,000 years, which is longer than most marriages. My friend Toby once tried to camp out here to find himself, but he ended up finding a scorpion in his sleeping bag instead. He screamed so loudly that he scared off a herd of oryx, which are the desert's resident antelope. Toby's not allowed back in Namibia anymore, but that's another story. Immer der Burn, dass sie mich jedes Mal dissen muss, die gute Dame. Wenn das so weitergeht, darf sie bald nicht mehr mitfliegen. So, ich hab gesehen, es gibt / Prediction. Ah, scheint hier aber nicht so gut zu funktionieren. Moment, ich probiere es mal im Twitch Stream Manager. Ganz kleinen Moment. So, ah ja. Für das Erraten des Ergebnisses. Ja, wir probieren das mal aus. Wir machen mal eine Testrunde. Wir fangen mit einer Testrunde an. Triff die richtige Vorhersage und gewinne Kanalpunkte. Mich würde mal interessieren, wie viele Kanalpunkte man dann so gewinnt. Simba 13, contact Windhoek Radar on 118.7. Windhoek Radar 118.7, Simba 13. Windhoek Radar, hello, Simba 1 Tree, Flight Level 295, Climbing Tree 00. Simba 1 3, Windhoek Radar, good morning. Good morning. Hoppala, sorry. Hier 130 Punkte wurden auf sind großartig gewertet. Okay.
So, und jetzt vorbei. Wie kann ich das jetzt hier? Richie Dave wieder am Wetten, ja, das ist wunderbar. Ich finde nur gerade das Knöpfchen nicht, um to complete your prediction, select end submissions and choose an outcome. Channel points will be proportionately awarded to the winning viewers. Uns nur gerade noch nicht. Ah, Vorhersagen. Aha. So. Gut, also ich würde sagen, Kanalwetten bei Crispy sind großartig. Okay. Warum steigen wir weiter? Weil ich das hier nicht geahnt habe. Jetzt das gleiche nochmal mit der Landung machen. Mache ich, sobald wir in die Nähe des Flughafens kommen. Weil die Wetten kann ich nur irgendwie, weiß ich nicht, 15 Minuten, 30 Minuten, irgendwie sowas machen. Also ist ein bisschen. Es ist zeitlich begrenzt. Sobald wir in die Nähe kommen, absehbar ist, dass wir landen, machen wir, schalte ich die Wette für die Landung. If you look out of your window, you might see the Kalahari Desert. Now, the Kalahari Desert is one of the largest deserts in the world, covering much of Botswana, parts of Namibia, and South Africa. It was discovered by ancient people who probably thought, this place is really sandy. It's important because it's home to the Sand People, who are famous for their Click languages and for being really good at surviving in a place where most people would just give up and go home. Interestingly, my friend Toby once tried to cross the Kalahari on a unicycle. He got about 100 meters in before realizing that sand and unicycles don't mix. He ended up having to be rescued by a passing herd of wildebeest. They didn't actually rescue him, they just tapirin-led him a bit, which was enough to get him back to civilization. And speaking of civilization, your flying skills could use a bit more of it. I mean, I've seen smoother landings from a pigeon with vertigo. So. Oh, ich habe vergessen, das VOA zu wechseln, aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Wir switchen dann nachher wieder zurück und dann auf Kurs 2, 3, 1. 2, 3, 1. Und die gleiche Frequenz, 112,9 nämlich. Passt.
Was wird denn das jetzt hier für eine Kurve? Bisschen unnötig, aber gut. Und ich muss mehr Schub geben, sehe ich gerade. Und da müssen wir gleich mal gucken, dass wir für einen Cruise irgendwie eine vernünftige Triebwerkseinstellung finden, während wir hier auf den Sonnenaufgang warten hinter uns. Gibt es eigentlich eine krasse Jugendstory, die du mit deinen Freunden hattest? Puh. Also, zwei Dinge dazu. Nummer eins. Es kommt hin und wieder vor, dass meine Mutter meine YouTube-Videos schaut. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Falls du das siehst, hallo Mama, ich mach dir keine Sorgen, ich war immer sehr artig und anständig. Und das Zweite, meine krassen Jugendstories haben alle in World of Warcraft stattgefunden, weil ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und meine Freunde, die ich so in der Grundschule hatte, die hatte ich dann, nachdem wir sind dann quasi auf drei oder vier verschiedene Schulen gegangen. Die waren dann quasi, haben zwar alle noch um die Ecke gewohnt, aber irgendwie hat man trotzdem den Kontakt verloren. Und weiß ich nicht, die Freunde, die ich dann an meiner weiterführenden Schule hatte, die haben halt auch sehr zerstreut gewohnt. So manche halt weit in Berlin, manche weit außerhalb. Irgendwie hatte ich das halt nie, dass wir irgendwelche richtig krassen Dinger abgezogen haben, so. Klassenfahrten, die wir hatten, die waren wild. Der ein oder andere Geburtstagsfeier war interessant. Silvester wurde zusammen gefeiert. Da ging es auch gut ab, aber so richtig crazy, verrückt, ausufernd war es nie. Dafür waren wir alle viel zu brav. So, dann probieren wir doch mal. Was haltet ihr von TGT von 820? Fangen wir doch mal damit an. Man schön wieder die Triebwerke gerade hin und her schwingen, um die 820 zu treffen. Und gucken, dass wir mit der Geschwindigkeit nicht weiter beschleunigen. Wir sind so schon ziemlich am Geschwindigkeitslimit. Na, der Ball wandert noch weiter. Wir nehmen mal noch ein bisschen raus. Mal hier auf 800. Moin Ben Broadcast, hallo, hallo, schön, dass du dabei bist. Da wären wir immer noch zu schnell. Dann machen wir mal einen größeren Sprung. Gehen wir auf 87. British Aerospace 146, ein schönes Flugzeug. Finde ich auch. Ich mag sie auch sehr gern. Wir werden immer noch schnell. Regeln wir halt noch ein bisschen runter. Sieht es hier eigentlich so auf Wetzim aus? Alles ruhig. Was ist mit meiner Geschwindigkeit passiert?
Mal gucken. Noch schneller darf ich auf keinen Fall werden. Ich liebäugle aktuell mit der Technem P 2006. Das sagt mir wiederum gar nichts. Und Cirrus Vision Jet, der hat es mir auch angetan. Aber das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Also, ich muss sagen, die British Aerospace 146, für wer so klassische Airliner mag, wo man right, viel im Cockpit tun muss. You'll see the Brucaros Crater. It's a fascinating geological formation, about 16 kilometers away, heading 250. The crater was formed millions of years ago, not by a meteorite, but by volcanic activity. It's basically a big hole in the ground, but a very old and important one. The Nama people, who have lived in this region for centuries, have many legends about the crater. They say it was created by a giant snake that burrowed into the earth. Scientists, however, believe it was formed by a volcanic explosion, which is much less exciting, but probably more accurate. Interestingly, my friend Toby once tried to camp at the bottom of the crater. He thought it would be a great adventure, but he ended up getting chased by a herd of angry goats. Apparently, they didn't appreciate him setting up his tent on their turf. So if you ever visit, maybe stick to the designated paths. Gut, danke für den Hinweis. So, ich glaube, geschwindigkeitstechnisch sieht es jetzt ganz gut aus bei uns. Was sagt denn so unser Fuel? Wir haben noch 2,5 Tonnen an Bord und wir verbrauchen 2 Tonnen pro Stunde. Immer so, mehr als gut unterwegs. Dave, du kannst es gern versuchen. So, wir kommen jetzt hier gleich bei Keatman's Hoop. Keatman's Hoop, nicht Schub. Oder Schob, sondern Keatman's Hoop vorbei. Ups, das war der falsche Knopf. What can you tell me about Keatman's Hoop, Namibia? Gucken, ob sie das verstanden hat. Kidman's Hoop, Namibia is a place so obscure that even Google Maps might struggle to find it. It's like the Bermuda Triangle, but without the mystery or the ocean. It was probably discovered by someone who got lost and decided to name it after themselves, as people do. The area is known for its vast nothingness, which is quite popular among people who enjoy looking at nothing. It's important because it reminds us that not everywhere has to be interesting. My friend Toby once got lost here for 3 days and ended up eating his own shoe. Not because he was hungry, but because he thought it might taste better than the local cuisine. By the way, you might want to check your altitude. It feels like we're flying a bit high for someone who's supposed to be good at this. Die teilt in alle Richtungen aus, ne? Die armen Leute hier in der Wüste kriegen gesagt, ja, bei euch ist nichts zu sehen, es ist super langweilig, das Essen schmeckt nicht und ach übrigens, du fliegst auf der falschen Höhe. Was soll man dazu noch sagen? Benutzt Say Intentions, davon habe ich erst letztens gelesen, wusste gar nicht, dass das existiert. Bin jetzt etwas zwischen Say Intentions und Beyond ATC. Also, meine Erfahrung mit Say Intentions bisher, das, was du gerade gehört hast, die Janet, das ist cool. Das mag ich richtig gern. Da wäre ich auch bereit, für ein paar Euros im Monat zu zahlen. Die mir so interessante Facts über die Sachen erzählt, wo ich so gerade vorbeifliege.
Saint Tangens funktioniert richtig gut in Amerika, wenn du IFA fliegen willst, glaube ich. Vor allem, wenn du IFA auf so, ich sag mal, komplett auf Strecken fliegst, die komplett geschlossen sind. Sowas weiß ich nicht, Las Vegas, Los Angeles oder so, wo nicht viel mit Vektoren gearbeitet wird. Oder auch in Europa. Ich denke, Berlin, London kriegt das auch ganz gut hin. Aber VFR ist es halt nicht gut. Die Phrasiologie ist halt auch immer nur so 80% korrekt. Vektoren gehen überhaupt gar nicht. Also so, da wirst du halt völlig ins Nix geschickt. Manche Anweisungen ergeben irgendwie keinen Sinn. Es ist halt echt eine sehr große Mischung an Sachen. Also manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es echt schlecht. Deswegen kostet halt $30 im Monat, ist schon, finde ich, ziemlich teuer. Man muss aber sagen, die Entwickler sind super aktiv. Also es gefühlt sind alle 3 Tage gibt es ein Update. Auf dem Discord wird ganz viel geschrieben, was es Neues gibt, was sich ändert. Da ist gefühlt echt viel in Bewegung. Und man zahlt halt einfach $30 im Monat. So. Und Beyond ATC, von dem, was ich gesehen habe, das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Der Unterschied ist halt, Beyond ATC hat halt keine KI dahinter, die irgendwie versucht zu verstehen, was du sagst, sondern nutzt halt nur Spracherkennung und hat dann so ein Set an vorgefertigten Sätzen, die das abfertigen kann. Ich muss mal eben den Kurs wechseln, fällt mir gerade auf. Keiner was gesagt. Ganz das VOA hier verschlafen. So, Say Intentions nutzt halt ChatGPT im Hintergrund, um wirklich zu verstehen, was du sagst und angemessen darauf zu reagieren. So, da kann ich halt fragen, haben wir letztens ausprobiert, ne? In England gelandet, in Biggin Hill und hab dann gefragt, hey, wo kann ich meine Landegebühr bezahlen? Und dann so, ja, im Tower-Gebäude, einfach zu deiner Rechten. So, voll coole Ansatz, also richtig gute Antwort. So, und das kann halt Beyond ATC überhaupt nicht. Wenn du da sagst, hey, wo kann ich meine Landegebühren bezahlen, kommt halt Anweisung nicht verstanden. Ende. Dafür kostet halt Beyond ATC einmalig, glaube ich, $30 und ist danach nur, wenn du irgendwelche Premium-Voices möchtest, kostet das dann irgendwie mehr. Saint Tangents ist auch im Early Access, ne? Also hier steht es auch irgendwo, jetzt steht es hier gerade nicht, aber sonst steht hier ganz groß, Achtung, das ist noch irgendwie Alpha-Version der Software und man hat mit Problemen zu rechnen. Kriegt man auch beim Landeanflug auch nochmal per Voice hier gesagt. Wie gesagt, ist alles noch nicht ausgereift, aber ganz nett ist es auf jeden Fall schon mal. Wann ist denn so Arrival? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wir haben jetzt hier noch 150 Meilen bis zur Küste plus fast nochmal 300 bis hier nach unten, also so 450 Meilen oder so. Wir fliegen Groundspeed 380, machen wir mal so in 90 Minuten, Stunde bis 90 Minuten, sowas in dem Dreh, dann ist Arrival. Stadt mitten im Nirgendwo. Langsam erkennt man aber auch die Wüste ganz gut hier unter uns. So, jetzt geht's Richtung Küste. Und gleichzeitig Richtung Grenze nach Südafrika. Wir sind jetzt hier unterwegs noch an Scorpion Mine vorbei. Okay. Und hier unten Alexander Bay, Oranjemund. Schauen wir mal.
Buch die Kaffeemaschine an Bord. Warte, soll ich dir zeigen? Moment, ich muss gerade gucken, wo hier die Steuerung nochmal, wie das funktioniert hat. So, genau. Kaffeemaschine, kommt sofort. Warte, ist dunkel. Einmal hallo an die Kabine, hier ist der Kapitän. Kein Grund zur Besorgnis, ich muss nur einmal an die Kaffeemaschine. Now the quiver tree isn't actually a tree, it's more like a giant aloe plant. It's called a quiver tree, because the indigenous sand people used to make quivers for their arrows out of its branches. Imagine that, a tree that holds arrows. It's like nature's own weapons rack. The forest itself is quite ancient, with some trees estimated to be over 200 years old. It's a popular spot for tourists who enjoy looking at trees that aren't really trees. My friend Toby once tried to climb one of these so-called trees, thinking it would be a good idea. He ended up getting stuck and had to be rescued by a local guide. He was so embarrassed he pretended to be a tree himself for the rest of the day. Boah, das tut mir jetzt leid, bin so müde, hatte heute Taekwondo-Gürtelprüfung mit entsprechend geschafft, wünsche dir einen wundervollen Abend, schön, dass du online warst, bis zum nächsten Mal. Ja dann, Dave, schön, dass du auch dabei warst, gute Nacht, ansonsten, wie gesagt, hier die Kaffeemaschine, die hat auch Soundeffekte, hört man nur leider gerade nicht so gut, und hier oben auch eine Wasserstandsanzeige, die wohl auch korrekt funktioniert, wenn ich da irgendwie hinkommen würde. Ansonsten, trust me, der Zeigerstand wird langsam weniger mit der Zeit. Und hier auch die Sicherungen funktionieren. Also was das angeht, ist der Flieger echt gut aufgestellt. Ich resette das hier mal. Achso, und Tür wieder zu, bitte. Danke. So, und was sie gerade erzählt hat, hier Köcherbaumwald, habe ich auch schon mal gehört in Namibia, dass das eine Sehenswürdigkeit ist. Ist mir leider immer noch relativ dunkel. Irgendwo unter uns wird er sein, hier denke ich. Ah, nicht mehr lang, da haben wir die Sonne. Da ist Verkehr. Da ist ja Verkehr. Wer ist das denn? KLM 104 auf dem Weg nach Amsterdam. Von Kapstadt nach Amsterdam fliegt der Kollege. Nicht schlecht. Boeing 787. Moment. KLM 103, Simba 14, hello. KLM 103, Simba 13, hello, are you on frequency? Tja, ich glaube, der ist schon schlafen gegangen. Na gut, Versuch war's wert. So, wir sind auf dem Weg nach Alpha Bravo Victor, Alexander Bay. Frequenz 112,1. Welches NAV haben wir denn jetzt gerade aktiv? 231, das ist dann das links.
112,1 Streamfrequenz. Haben wir sogar schon empfangen. Guck mal, dann machen wir das wie folgt. Wir nehmen dann einmal den Heading-Bug zur Hilfe. Gerade auszufliegen. Dann switchen wir das nach rüber. Der Kurs bleibt bei 231. So, eigentlich reicht es ja, wenn wir den so einstellen. Und dann fliegen wir hier einfach nach Alexander Bay weiter. So, das heißt, danach das VOA bleibt auch Alexander Bay für uns. 112,1 und wir fliegen dann aber Kurs Richtung Südosten. 182. So, und mir ist gerade bewusst geworden, ich hatte gerade das Gefühl, wir haben mega viel Treibstoff an Bord. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Also, Fuel Flow ist bei 650 Pfund. Das macht also 1,3 Tonnen auf der einen Seite plus 1,3 auf der anderen macht 2,6 Tonnen pro Stunde. So, und wir haben noch jeweils 2,4 an Bord. Okay, doch, dann haben wir noch knapp 2 Stunden Sprit. Und wir brauchen noch wenigstens 90 Minuten. Mega viel Puffer ist es nicht, aber sollte ausreichen, um uns sicher hinzubringen. Wenn wir jetzt nicht plötzlich starken Gegenwind entwickeln hier. Wohin geht's denn überhaupt? Es geht heute von Windhoek, Namibia nach Kapstadt, Südafrika. Ich glaube, es ist tatsächlich die 15. Etappe. Wir sind, ich habe diese Tour angefangen, schon eine ganze Weile her. Und wir haben uns hier von... Ich glaube, wir sind in Osnabrück gestartet, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Osnabrück, dann war die erste Etappe hier nach... Was ist das hier? Genua. Genau, da kann ich mich erinnern, war ein spannender Approach. Dann von Genua rüber nach, ich glaube, es war Ibiza. Dann von Ibiza ging es hier nach Marokko. Hier zum Mohammed Ali, hätte ich fast gesagt. Mohammed der Fünfte, Casablanca, genau. Nach Casablanca, von da aus sind wir dann rüber nach Teneriffa, glaube ich, war es. Von Teneriffa aus dann, ich glaube, es war hier, Dakla, Dak. Oder war es hier? Nur die. Ne, ich glaube, es war Dakla. Boah, das ist schon so lange her. Dann Mauretanien, Nouakchott, daran kann ich mich erinnern. Da sind wir gewesen. Auf jeden Fall. Dann ging es hier weiter Richtung Süden. Ich meine, Dakar sind wir gelandet. Dann weiter hier die Küste. Gucci waren wir. Conakry, daran kann ich mich erinnern. Dann weiß ich nicht mehr. If you look out of your window at your 12 o'clock position, about 41 kilometers away, you'll see the Poochie's Pram camping area. Now, Poochie's Pram is a fascinating place, mostly because it's got a name that sounds like someone sneezed while trying to say pram. This camping area was established in the early 20th century by a group of explorers who were probably lost and decided to just camp there permanently. It's known for its scenic beauty and the fact that it's in the middle of nowhere, which is perfect if you want to get away from everything, including civilization.
Interestingly, my friend Toby once went camping there and ended up getting chased by a herd of wildebeest. He thought they were just large, friendly cows until they started charging at him. He had to climb a tree and stay there for hours until they lost interest. Toby's always had a knack for turning a peaceful camping trip into a survival adventure. Ah ja, der gute Toby. Ja, ich weiß, in Ghana waren wir. Ich weiß nur nicht mehr, welchen Flughafen wir ehrlich gesagt angeflogen sind. Hier DNMM kommt mir bekannt vor, Lagos. Naja, auf jeden Fall haben wir uns hier die ganze Ecke rumgearbeitet. Dann sind wir hier vom Kamerun aus Richtung Kinshasa abgebogen. Das ist hier. Das ist ins Landesinnere. Und von da aus ging es dann. Hier gab es noch einen Zwischenstopp in Angola, in Uambo irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Da. In Uambo. Und von da aus sind wir dann nach Süden geflogen, hier nach Namibia, Windhoek. Und jetzt eben von Windhoek, Südafrika. Kapstadt. Das Ziel einer langen Reise. So, und rechts von uns ist diese Skorpionmine. Da würde mich ja mal interessieren, was sie dazu zu sagen hat. What can you tell me about the scorpion mine, Namibia? Ah, the scorpion mine in Namibia. It's a fascinating place if you find rocks and holes in the ground fascinating, which I suppose some people do. The mine was discovered in the early 1900s. By a chap named Herbert Scorpion, who, despite his name, had no relation to actual scorpions. It's known for its rich deposits of copper and lead, which are metals people use to make things like pipes and pencils, although not the same pencils you write with. The mine is also a popular spot for geologists and tourists, who enjoy looking at big holes and imagining what it would be like to fall into one. My friend Toby once tried to impress a girl by pretending to be a miner there. He ended up getting stuck in a shaft for 3 hours until they could pull him out. He never did get that date. By the way, I noticed your flying is a bit wobbly, but don't worry, I'm sure you'll get the hang of it eventually. Now, if you look to your 11 o'clock, about 5 kilometers away, you'll see the Puchis Pram camping area. It's a lovely spot for people who enjoy sleeping outside and being bitten by insects. Welche Runden? Unsicher, wo die Camping Area ist. Gibt übrigens verschiedene Stimmen hier bei Say Intentions. Probier mal eben die andere Dame aus, die ein bisschen. Janet ist sehr witzig, aber ich glaube, es war Jeff, der sehr viel erzählt. What can you tell me about the scorpion mine, Namibia? Scorpion mine in Namibia is a notable mining site, primarily known for its extraction of copper and other minerals. The mine is located in the northern part of Namibia and has been operational since the early 20th century. It was initially developed by European settlers who were drawn to the region by the rich mineral deposits. Over the years, the mine has seen various phases of operation with significant contributions to the local economy and employment. The site is also interesting for geologists and historians, as it provides insights into the mining techniques and economic conditions of the early 1900s. Hm.
Dann doch lieber Janet. Übrigens war, glaube ich, nicht die Mine, von der ich hier... Also ich habe heute über diese Mine was erfahren. Und er hat gesagt, der ist am nördlichen Teil von Namibia. Das ist eindeutig nicht der nördliche Teil von Namibia. Ja, das gibt es wahrscheinlich hier oben irgendwo... Wo ist denn der nördliche Teil von Namibia? Da. Irgendwo hier oben ist wahrscheinlich noch eine Skorpionmine. So, wir nähern uns Alexander Bay. Machen aber gleich mal unsere Kurve hier Richtung 2, Richtung 182, also einmal nach links. Damit wir hier nicht aufs offene Meer hinausschießen. Ben Broadcast, danke fürs Folgen. Weißer Wolf, dir auch gute Nacht. Sorry, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bestimmt schon zu spät. Hab's gerade erst jetzt im Chat gesehen. Wann ist die Landung geplant? Ich bin planlos. Für in, ich sag mal, einer Stunde. Also wir haben noch 340 Meilen oder so Distanz, die wir zurücklegen müssen. Und wir fliegen mit knapp 430 Knoten Ground Speed. Also mit dem Landungskrimskrampf, was da noch kommt. Einmal auf Heading umschalten. Ich würde sagen, eine Stunde auf jeden Fall noch. Einmal den Kurs wechseln. Mal wieder überschossen, aber ist nicht so schlimm. Speedbugger ist wieder zurückgesetzt worden aus irgendeinem Grund. Irgendwas muss ich tun, dass er das die Einstellung hier vergisst. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, was ich da tue. Dass das passiert. Oh, da kommen wir auch schon dem NAV-Kurs sehr schnell näher. Planlos über den Wolken, das kommt bei mir schon mal vor. Jetzt kleinen Moment, ich hole mal eben mein Handy, dann komme ich, kann ich besser auf den Chat gucken. So, weil dann habe ich auch gesehen, dass Dosenhuhn mir gefolgt ist. Vielen Dank dafür. So, dann das nächste VOA ist jetzt 278 Meilen entfernt. Da werden wir zwischendurch kein Signal haben, sondern einfach frei quasi geradeaus fliegen und dann gucken, dass wir hoffentlich nicht allzu weit vom Wind abgedrängt werden.
VOR-Frequenz ist 117. 117. Und dann wollen wir auf Kurs 182. Da hinten. Oder sowas in der Art. Und da vorne ist noch ein heller Fleck. Das ist hier wahrscheinlich Fex. Kleinsee. Bin mir auch nicht sicher, ob wir nicht dann, also jetzt sind wir nämlich über Südafrika, ob wir nicht mal so langsam auch zu einer anderen Frequenz müssten. 1271. Hm. Windhoek Radar Simba 13. Simba 13, should I stay with you on this frequency or switch to 127.1? Schau gerade dein Video auf YouTube vom ATC in Hamburg, spannend. Ja, schön. Ja, ich glaube, hier hat irgendwo der Frequenzwechsel noch nicht so funktioniert. Eine Antwort auf die Frage hat er ja auch gerade nicht. Simba 13, radio check. 10 o'clock position. About 14 kilometers away, you'll see the Port Nolloth Sea Farms ranching. Nobody's now, this place is fascinating because it's okay. Where they farm the sea, which is quite tricky because the sea is very big and wet. It was established in the late 20th century by some very determined people who thought, why not farm the ocean? They primarily cultivate abalone, which is a type of sea snail that people eat, even though it looks like something you'd find stuck to the bottom of a boat. The ranching operation is important because it helps sustain the local economy and provides jobs for people who enjoy working with slimy sea creatures. It's also a popular spot for tourists who like to see where their seafood comes from, even if it does smell a bit fishy. My friend Toby once tried to impress a date by taking her on a tour of the sea farms. He ended up falling into one of the tanks and had to be rescued by a very annoyed abalone farmer. Needless to say, the date didn't go well, and Toby now has a fear of anything aquatic. Yeah. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt auch so ein typisches Ding, was ich hier jetzt in Afrika schon hatte. Mit Say Intentions. Das ist halt nicht komplett irgendwie abgedeckt oder nicht so eindeutig hinterlegt vielleicht, welches Center für mich zuständig ist. Und dann gibt es halt manchmal auch einfach keinen Frequenzwechsel oder hier einen Frequenzwechsel irgendwo hin, was ja, offline ist, wo mich keiner hört. Das ist ein bisschen spannend. In Amerika hat es besser funktioniert. Da habe ich einen Flug von New York nach Boston gemacht und von Boston nach Niagara Falls. Da wirst du halt ständig vom einem Center zum nächsten rübergereicht. Und das funktioniert echt gut. Aber hier ist es ein bisschen dürftig. Aber wir fliegen nicht ganz der Sonne entgegen.
Wir haben hier den Sonnenaufgang zu unserer Linken, der sich immer weiter ausbreitet. Hier, also hier haben wir schon einen schönen Sonnenaufgang. Und in die Richtung sieht es noch sehr, hoppala, noch sehr nach Nacht aus. What is that city to my left? Ah, the city to your left. That would be Rooiklippies. Now, Rooiklippies is a fascinating place, discovered in the late 19th century by a bloke who was probably just looking for a good spot to have a picnic. It's known for its unique red rocks, which is how it got its name. Rooiklippies means little red rocks in Afrikaans. People who enjoy geology or just really like the color red often visit here. My friend Toby once tried to climb one of those rocks and ended up getting stuck. He had to be rescued by a local farmer who thought Toby was some sort of strange bird. And speaking of strange birds, your flying skills could use a bit of work, couldn't they? Also meine Karte sagt, es ist Kleinsee und nicht Rooiklippi oder was sie gerade uns erzählt hat, aber okay. Wird schon stimmen. Aber ich denke, ich nutze mal hier die Gelegenheit, dass es gerade nur geradeaus weitergeht, ohne irgendwelche Schwierigkeiten, die ich erwarte. Es könnte sein, dass wir das VOA bald verlieren, aber... und ich nutze mal die Gelegenheit und hole mir ein kühles Getränk. Wenn was ist, sagt einfach Bescheid, einfach laut rufen, dann komme ich sofort wieder. If you look out to your left, you'll see Hondeklip Bay. It's a small fishing village on the west coast of South Africa. The name Hondeklip means dog stone in Afrikaans, named after a rock that supposedly looks like a dog. It was discovered by early Dutch settlers in the 18th century, who were probably very bored and had a lot of time to look at rocks. Hondeklip Bay is important because it was once a major port for the export of copper from the nearby mines. Nowadays, it's more of a quiet retreat for people who enjoy fishing, diving, and looking at rocks that vaguely resemble animals. My friend Toby once tried to dive here, but he forgot to put on his wetsuit and ended up with hypothermia. He said it was the most exhilarating experience of his life. So, da bin ich wieder. Auf einmal ist es hier so hell geworden. Was ist denn da los? Ah, die Sonne geht auf. Schön, schön. Und ansonsten, ja, die OA ist weg. Hervorragend. Dann schalten wir mal schnell auf Heading. Und schon mal aufs andere. VOA. Beten, dass wir irgendwann mal Empfang haben. Aber solange ich die Küste noch im Blick habe,
alles nur halb so schlimm. Guck, da haben wir auch schon wieder Empfang. 130 Meilen noch. Bis, ich weiß gar nicht. Bis irgendwo. Und der Simulator steht. Ah ja. So, wir müssen also ein bisschen... Nein, müssen wir gar nicht. Ich korrigiere jetzt nicht nach rechts, sondern korrigieren einfach den Kurs. So, wunderschön. Den fliege ich jetzt bitte. Also noch 126 Meilen bis Lima Whisky Victor. Lange Bahnweg. Militärflugplatz. Und von da aus sind es nur noch 67 Meilen bis Aspeak. So, Aspeak wollen wir sein, maximal Flight Level 140. Und von da aus haben wir nochmal 20 Meilen, bis wir hier noch 8 Meilen davon entfernt sind. Also sagen wir mal, wir wollen hier bei Charlie Tango Victor 20 Meilen nach Aspeak, wollen wir auf 3000 Fuß sein. Gut. Das gibt uns. Also, bitte, wo ist denn hier mein Tablet? Tablet, einmal den Top of Descent Calculator, bitte. Wir wollen auf 3000 Fuß rauskommen. 85 Meilen gibt uns das. 85 Meilen. 20 Meilen von Aspeak bis hier bis da. Damit 20. Plus 67 Meilen hier. Das heißt, bei Lima Whisky Victor fangen wir unseren Sinkflug an. Also in 112 Meilen oder knapp 10, 15 Minuten. Gut, klingt doch nach einem Plan. So. Ansonsten sind wir wieder ganz schön schnell geworden. Wahrscheinlich, weil wir leichter geworden sind. Noch ein bisschen Schub raus hier. Jetzt sind immer noch alles ruhig. Say Intentions, was passiert? Nö. 1251 ist jetzt also anscheinend die richtige Frequenz. Versuchen wir es doch mal. Simba 13, Radio Check. Cape Downs, weiß nicht, was er davon jetzt verstanden hat. Cape Towns Weather hat er verstanden. Cape Towns Center, Simba 13, with you, Flight Level 300. Good morning.
Auf welcher Höhe liegt eigentlich Cape Town? 150 Fuß. Perfekt. Meereshöhe. Und ich guck gerade, was wir hier so vorne. Irgendwie ist meine Kamera gerade nicht mehr. Moment. So. Da hinten am Horizont sehen wir schon die ein oder anderen Berge. Nun, ich denke mal, ich sag mal, da hinten, da ist Kapstadt. Glaube ich einfach. So, nach Lima Whisky Victor auf Kurs 186 geht's weiter auf Kurs 206. Aber gleiche Frequenz, nämlich 117. If you look out to your left, you'll see the magnificent Table Mountain. It's called Table Mountain because it's flat on top, like a table. It was discovered by the Portuguese explorer Antonio de Saldanha in 1503, who probably thought, that looks like a good place to put my drink. It's one of the oldest mountains in the world, over 260 million years old, which is older than some of the rocks you'll find in your garden. Table Mountain is important because it's a symbol of Cape Town and is home to a unique range of flora and fauna. It's also a popular spot for tourists who enjoy hiking, cable car rides, and taking selfies that make them look like they're standing on a giant table. My friend Toby once tried to take a selfie up there, but ended up dropping his phone off the edge. He then tried to retrieve it by abseiling down the mountain with a rope he found in his car. Long story short, he got stuck halfway and had to be rescued by a helicopter. He still owes the rescue team a thank you card. Okay, Tafelberg oder Table Mountain, wie sie es jetzt genannt hat, ist aber tatsächlich noch ein ganz schönes Stück von uns entfernt. Also ist nicht so, dass man das hier mal eben jetzt links aus dem Fenster sieht. Das sieht schon gerade echt nett aus hier im Simulator. Richtig idyllisch. Und es ist gut, es hat so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden also einigermaßen Tageslicht haben, wenn wir in Kapstadt landen.
bisschen wolkig. Oder die sich, so richtig kann ich noch nichts erkennen. So, dass wir schon wieder ziemlich schnell unterwegs sind. Jetzt haben wir noch gute 100 Meilen, bis wir am Ziel sind. Also 100 Meilen Luftlinie. Vor uns ist jetzt hier nochmal diese Halbinsel. Und direkt dahinter nochmal ein bisschen Bucht. Und dann ist da auch schon Kapstadt. Ich muss sagen, ich habe nicht so richtig daran geglaubt, dass wir das nochmal erreichen hier im Flight Simulator. Umso schöner ist das jetzt hier gerade. Ich wurde vorgewarnt beim Starten von Say Intentions heute, dass das ganze Arrival-Thema gerade im Umbau ist und ein ziemliches Mess ist, so wie sie es geschrieben haben, also ein ziemliches Durcheinander. Und deswegen werde ich hier so ein bisschen mein eigenes Ding einfach durchziehen und hoffen, ob ich vielleicht wenigstens eine Landing-Clearance bekomme. Aber allzu viel erwarte ich heute nicht mehr von Say Intentions. Vielleicht meldet sich Janet zwischendurch nochmal mit ein paar Infos. Ich denke, wenn wir so im Anflug Richtung Kapstadt sind gleich, können wir sie nochmal nach ein paar Infos fragen.
Da unten ist der Flugplatz, wo unser VOA draufsteht. Militärflughafen. Und von da aus geht es für uns einmal nach rechts rauf aufs Meer. Groß 206 ist gleich gefragt. If you look out to your right, at about 2 o'clock, you'll see the West Coast Peninsula Beach. This beach is famous for being a beach, which is a place where the land meets the sea, and people can go to get sand in their shoes. Beaches were invented by nature millions of years ago, probably by accident. The West Coast Peninsula Beach is particularly interesting because it's on the west coast of a peninsula, which is a bit of land surrounded by water on three sides. Now, my friend Toby once tried to surf there, but he ended up getting tangled in a fishing net and had to be rescued by a very annoyed fisherman. Toby's not very good at surfing, much like how this flight isn't particularly smooth. But don't worry, you're doing fine. Just try not to crash. Simba 13, descend via ASP-1. Bravo for the ILSZ runway 19er approach into Cape Town. QNH 1016. Descend via ASP-1 Bravo for the ILS Zulu runway 19er approach into Cape Town. QNH 1016, Simba 13. Gut, machen wir mal so. Ich glaube, auf Descent sind wir uns zumindest einigermaßen einig. Das ist doch schon mal schön. Dann machen wir mal langsamer, so auf 250 Knoten. Descent Mode. Indicated Airspeed, Altitude Armed, bisschen weiter rechts halten und wir wollen so mit 2100 Fuß, bisschen schneller können wir also noch sinken, bisschen Schub raus. So, dann wird gleich für uns interessant hier das Cape Town VOR. 115,7. Was wir auf einem Kurs von 95 Grad anfliegen wollen. Immer noch ein bisschen zu niedrige Sinkrate. Ein bisschen Schub raus. AC-Pump und PTU gehen an der Stelle aber an. Den Punkt, den ich hier zu vertreffen versuche, ist also 25 Meilen entfernt vom Cape Town VOR auf dem hier 275 Grad Radial bzw. dem 95 Inbound Radial.
Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kurve ist ein bisschen sehr steil, die wir dafür dann gleich fliegen müssen, aber das kriegen wir schon ausgeglichen irgendwie. Ansonsten die ILS-Frequenz, die wir gleich brauchen werden, ist hier 109,1. Die bereite ich mir auch schon mal vor. Kurs kann ich leider noch nicht einstellen, aber der wird dann 191 Grad sein. What can you tell me about Cape Town? Cape Town, often called the Mother City, is one of South Africa's oldest cities, founded in 1652 by Jan van Riebeek. It's famous for its stunning Table Mountain, which is flat-topped, like a table, hence the name. This mountain is so iconic that it's even got its own tablecloth, which is just a fancy way of saying clouds. Cape Town was a crucial stop for ships sailing to the East Indies, making it a melting pot of cultures. It's also where Nelson Mandela gave his first public speech after being released from prison in 1990. My friend Toby once tried to recreate Mandela's speech on a dare, but he got arrested for public disturbance. The city is also known for its vibrant waterfront, which is a bit like a shopping mall, but with more fish and boats. People enjoy the local cuisine, which includes dishes like boba tea and biltong. Toby once tried to make biltong at home, but he ended up with food poisoning. Yeah. So, den Table Mountain habe ich leider noch nicht gesehen, weil es tatsächlich ziemlich bewölkt ist. Mal gucken. Was haben wir hier für eine Tower-Frequenz? 118.1. Können wir schon mal vorbereiten. Für den Fall der Fälle. Für mich auch eine Orientierung ist hier eben, wenn ich 67 Meilen vom VOA hinter mir entfernt bin, dann bin ich auch bei Aspeak. Also haben wir jetzt noch gute 17 Meilen, bevor wir unsere Kurve machen müssen. Oder eben hier vom zweiten VOA waren es genau 25 Meilen.
Also das mit den 25 Meilen, das hat schon mal nicht so geklappt. Bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, ehrlich gesagt. Wir kommen ein bisschen zu kurz rein, so wie es aussieht. Aber ist okay. Das sind Details. Das heißt, bei 62 Meilen Entfernung fangen wir unsere Linkskurve an. Das sieht auch einfach grandios aus. So, ich schalte schon mal auf Heading. Heading. NAV 2. Wenn 62 auftaucht, fliegen wir mal die Kurve. So, dann kann ich hier aufs ILS switchen und Kurs fürs ILS, was habe ich gesagt? 191. Simba 13. Contact Cape Town approach on 119.7. 119.7, Simba 13. Cape Town approach, hello, Simba 13. Flight level 100, descending 3000 feet. Cape Town approach. Good morning. So, landing lights on. Anschnellzeichen an. Und Speed 220 Knoten hätte ich gern. Dazu switchen wir in den Vertical Speed Mode. Und nutzen mal unsere Speed Break. So, sobald wir noch 8 Meilen entfernt sind, machen wir unseren Turn nach links in den Gegenanflug quasi. So, Geschwindigkeit passt, Indicated Airspeed Modus und bei 4000 Fuß geht's weiter mit unseren Vorbereitungen. If you look out your window, you'll see Chapman's Peak Drive, Long Beach at your 1 o'clock, about 6 kilometers away. Heading 140. This road is often called one of the most scenic drives in the world, which is quite a bold claim considering most roads are just tarmac and white lines. It was constructed between 1915 and 1922, which means it's older than most people, but younger than some rocks. Chapman's Peak Drive is famous for its dramatic cliffs and panoramic views of the Atlantic Ocean. It's a favorite spot for tourists, photographers,
and people who enjoy driving dangerously close to the edge of a cliff. My friend Toby once tried to impress a date by driving along it with his eyes closed. He ended up in a bush, which is not a euphemism. By the way, your flying is almost as smooth as Toby's driving. Keep up the effort. Dankeschön. So, ich nehme das mal hier als Hilfe, dass ich gleich den Kurs besser finde. 010 wollen wir jetzt gleich fliegen. Das da ist mit Sicherheit Tabletop Mountain. Der sieht sehr flach aus. Jetzt checken, letztens ist keiner da. Oh, 8 Meilen. Mitten über Kapstadt jetzt hier gerade. Da sehe ich ein Fußballstadion. Das ist wirklich ein optisch sehr ansprechender Anflug. Um das mal nett zu sagen. Da hinten ist der Flughafen. Ja, und ansonsten hier Richtung Süden geht es nur noch weiter zum Südpol dann. So. Hier fliegen wir jetzt, bis wir über Wasser sind. Und dann machen wir die 180-Grad-Schlenke in die andere Richtung. In der Zwischenzeit bringen wir Geschwindigkeit auf 200 Knoten. APU wird schon mal gestartet. Barometer Z2Local haben wir. Speedbugs setzen wir gleich noch. APU Air on, weil die APU läuft. APU läuft, APU Air ist on, Engine Air off. Und Thrust kommt in den Sync Mode. So, dann wird es Zeit für unsere Kurve. Einmal aufs ILS switchen. Checked. Ein bisschen langsamer fliegen. Speedbugs für Full Flap Landing. Speed checked below 205. Select Flaps 18. Flaps 18. Get down.
Ah, wir kommen ein bisschen zu hoch rein, glaube ich, gleich. Richtig glücklich bin ich mit meinem Anflug hier gerade nicht. Da hinten ist die Piste. Gut, dann machen wir das mal anders. Autopilot aus. Tower on 118.1, Simba 13. Cape Town Tower, hello, Simba 13, established ILS, runway 19er. Select flaps 24. Flaps 24. Simba 13, Cape Town Tower, wind 070 at 10. Runway 19er, clear to land. Runway 19er, clear to land, Simba 13. Speed checked below 170. Select flaps 30. Flaps 30. Das mit der Kurve hier, das müssen wir nochmal üben. Nächstes Mal wird's besser. Speed check below 145. If you look out the window at your 10 o'clock, you'll see the Northern Lights viewpoint. Now, you might be thinking, but Philomena, aren't the Northern Lights supposed to be in the north? Well, yes, but this is a special spot where you can pretend to see them without all the hassle of actually going to the Arctic Circle. The viewpoint was established in 1998 by a group of local enthusiasts who thought it would be a good idea to have a place where people could gather and be disappointed together. It's particularly popular with tourists who enjoy being let down by nature. My friend Toby once went there and tried to impress a date by pretending he could actually summon the Northern Lights. Needless to say, it didn't work, and she left him for a bloke who could juggle. By the way, your flying skills remind me a bit of Toby's juggling gentertaining, but slightly worrying. So, ich habe sie mal abgestellt. Danke, Janet, für die tolle Unterhaltung. Bis kurz zur Landung. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier heil runterkommen. Light slope. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen tief jetzt. Aber das kriegen wir noch alles hin. Minimums. Light slope. Bremsen. 80 knots. Checked. 60 knots. Checked. Spoiler rein, flaps ab. Und dann willkommen in Kapstadt. Mal, wo der nächste Taxiway ist. Vorne sieht ganz gut aus. Ah, das ist eine Probe. Simba 13,
Simba 1-3, welcome to Cape Town. Contact ground on 122.65. Ground 122.65, Simba 1-3, bye-bye. Cape Town Ground, hello, Simba 1-3. All landing lights aus. Rope light aus. Und, gibt's noch eine Anweisung oder so? One, two, two, decimal, six, five. Richtige Frequenz. Cape Town Ground, hello, this is Simba 1-3. Ja, auf der Frequenz passiert jetzt nichts mehr. 129.9, sagt er mir, ist auch die eigentliche Frequenz. Cape Town Ground, hello, this is Simba 1-3. Simba 1-3, Cape Town Ground, pass your message. Simba 1-3, request taxi to gate. Charlie Bravo 1. Taxi to parking via Charlie Bravo 1, Simba 1-3. Boah. Und welches kann ich mir aussuchen? Charlie und Bravo 1 stimmt aber. Da ist das Terminal, dann parken wir doch da irgendwo. Auf geht's. So, das TMS schalten wir noch aus. Und dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank an alle, die mit dabei waren, entweder hier mitten in der Nacht auf Twitch oder die das Ganze sich auf YouTube angeschaut haben. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Wie gesagt, ich plane noch irgendwann mal einen Rückflug zu machen, hier von Kapstadt bis nach Berlin. Aber wann und wie, das weiß ich noch nicht. Das kann noch eine ganze Weile dauern. Ansonsten muss ich sagen, war das eine ziemlich krasse Reise. Ich glaube, ich habe noch nichts gemacht mit so vielen Etappen. Zumindest nichts, was ich selbst geplant habe. Und es war eine echt interessante Tour. Also von den Wüsten Nordafrikas über die Dschungel, über dann jetzt hier die wieder Wüste in Südafrika, beziehungsweise Namibia. Und zwar war es nicht mit viel ATC gesegnet und noch seltener mit anderen Piloten, aber hin und wieder war ja doch der ein oder andere von euch dabei. Das hat mich sehr gefreut und also ob es jetzt, ich meine tatsächlich live auf Wetsim, im Stream waren sowieso immer viele von euch dabei, was mir auch diese ganze Reise sehr versüßt hat. Und vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, falls ihr die ganze Strecke gesehen habt, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, falls ihr das gerade auf YouTube seht, welche Etappe euch die liebste war. So, und ich würde sagen, ich suche mir jetzt hier ein freies Gate. Das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Was ist das für ein Mod, das die KI ATC macht? Das ist sayintentions.ai. So, Parkposition erreicht. Triebwerke.
Aus. Einmal die Warnings stumm schalten. Tablet auspacken. Beacon Light an. Aus. Navflights können aus. Und wir können mit dem Deboarding beginnen. Boah. So, währenddessen können wir die Chocks schon mal dazu holen. Und ja, ich schalte jetzt noch ein paar Sachen hier im Cockpit ab und würde sagen, macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.